Hallo und willkommen zur nächsten Folge Stationeers. Ja, ich muss hier ein bisschen Gas geben, sonst würde das nämlich alles nicht. Wir sind hier auf dem Freitag, in der sechsten Folge dieser Session. Schnappt euch also einen Kaffee, Freunde. Genießt so ein bisschen das LP. Und ja, theoretisch müsste ich noch zwei Folgen aufnehmen. Ich hier nach noch. Und zwar für Samstag und für Sonntag, damit die Sonntag nicht so spät kommt. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Wir werden absolut sehen, wie es kommt, Freunde. Das dauert halt alles so seine Zeit. Erstmal machen wir hier unseren Dings fertig. Ach so, Leute, was ich auch festgestellt habe, Dinge, die ich hier einfach parallel so tue. Wer hat ihn gesteuert? Er. DVH2 Cooling. CO2 Cooling. So. DVLH2 Cooling. Rot ist auch nicht mehr so rot, ne? So, da haben sie. Haben sie was gemacht? Ja, sowas ist ja auch immer wichtig, ne? So Farben ändern und so, ne? So, DVLH2 Cooling, das ist doch. Tablet, alter Mann. So, und das meine ich damit. Das meine ich damit. Ja, unsere Temperatur stürzt jetzt ab. Wir so gut wie, ne? Minus 70 und so weiter. Das wird jetzt richtig hart, weil es auch so wenig ist. Es ist so unglaublich wenig. Bisschen mehr N2. Mal hier, ne?
Den ist irgendwo wieder weiter am Abkacken. Naja. Soll mich jetzt auch nicht wirklich jucken. Naja. Genau. Und er kühlt jetzt ein bisschen gegen. Weil er versucht, einen gewissen Minusgrad zu halten. Das war jetzt nicht so wichtig. Er hält die Kühlleistung für andere Sachen bereit. Das ist irgendwie hier unten irgendwie was. Aber was soll denn das sein? Ist mir jetzt auch real. Gucken wir nicht. So. Da hinten habe ich sie schon hingebaut. Und hier will jetzt Programm reingebracht werden und Einstellungen vorgenommen werden. Dann holen wir mal unsere ganzen Chippies. Essen, trinken, extra kauen und Chippies holen. Nur eine Vorwärtskommen. Wisst ihr, was wir vorher noch machen sollten? Erstmal sollten wir unsere Winterspawns parallel aufmunitionieren. Das sollten wir als erstes machen. Und zweitens ja. Wir haben ja unseren PID nach auf die Jauchen. Wir haben unseren PID nach elektrischer Leistung fahren lassen. Das geht ja jetzt nicht mehr. Wir könnten aber unseren PID so, ne, also wie komme ich da jetzt drauf? Erstmal meinen Gedankengang will ich mit euch teilen. Mein PID da drüben, der mein Gas Fuel antreibt, der läuft nach elektrischer Leistung. Das heißt, er hat die Batterien auf 80% gehalten. So. Und hat dementsprechend aufgestaut. So, jetzt habe ich da hinten Winterspawns am Laufen. Und die Winterspawns, die drücken die Temperature, wenn ich die nachher gleich vollpflanze, so in den Keller, dass wir die Kälteleistung nicht loswerden. Also muss unser Gas Fuel Generator seine Temperatur, der muss zwischen 0 und 50 Grad haben sein. Und
diesen besagten Kreislauf sozusagen. Da muss ich einen Kreislauf bilden. Tja, wie machen wir das? Wir kennen ja nur, ne, wir müssen quasi der Kälte der Winterspawns. Da aber die Winterspawns können wir nicht steuern. Die sind da oder nicht da? An oder aus? Schwarz oder weiß? Fertig. Aber der PID, der kann auch nur ein ganz bisschen an sein. Und wird dann immer Anna. So nach dem Motto. Also immer krasser. Je mehr Wärme abgefragt wird. Ja, also unser. Ne, und wir machen quasi aus der Kälte machen wir Strom. Das heißt. Wir brauchen einen Tank. Ein Tank, wo was drin ist. Und mit diesem Tank heizen wir unsere Basis. Wie heizen wir? Apropos, ist euch mal aufgefallen, 20 Grad. Unsere Kühlung läuft schon lange nicht mehr. Aber das kriegen wir nochmal, das kriegen wir nochmal geregelt, indem wir ein paar Winterspawns wegnehmen. Das heißt, ne, wenn wir unsere Temperatur, ne, wir wollen eine Temperatur anheizen. So, das heißt, ja, wir entnehmen quasi Wärme aus dem Tank. Boah, wäre das geil, wenn das Wasser wäre, ne? Aber ist ja scheißegal, wir können auch irgendein Gas nehmen. Wir füllen also ein Gas in einem Tank. Und dieses Gas, das heizen wir auf. Und dann kühlen wir die Scheiße. Das ist erstmal Plan A. Wir nehmen ein Gas, was wir zur Verfügung haben. Und zur Verfügung haben wir drei Gase. CO2, Wasserstoff und Pollution. Das sind erstmal die Gase, die wir en masse haben. Ja, schlau wäre aber Sauerstoff zu nehmen beispielsweise. Sauerstoff ist ja ist ein Top-Gas, was sowas angeht. Weil das nicht flüssig wird, 100 Jahre lang nicht. Ja? Geil wäre, wie gesagt, wenn wir auch einen Wassertank nehmen würden und den Wassertank drucktechnisch aufdrücken und Wasser als Speichermedium nehmen. Ne? Und dann machen wir quasi, nicht gerade heißes Wasser, ne? Aber Wasser sind halt unendlich viele Mol. Dann müssen wir so viel Energie investieren, um das ganze Wasser zu haben. Ja, aber so, und der PID soll das Wasser aufheizen. Ah, jein. Der PID, ja, was, boah, das ist so schwer. Weil das Medium, was da drin ist, das muss ja quasi, es muss ja sehr, sehr viel sein. Weil das Medium, er kühlt sich ja damit. Und wenn das Kühlgas relativ warm ist, dann können wir den PID ja nicht kühlen. Können wir Quatsch den Gas Fuel Generator nicht kühlen. Und wenn wir den nicht kühlen können, ja, dann haben wir es ja geschafft. Wenn der aus Hitzegründen, wenn der wegen zu viel Hitze ausgeht,
Ja, dann ist ja, aber dann ist ja auch warm. Längst bewegen ist die Temperaturdifferenz so bescheiden. Wisst ihr, wie ich meine? Also das, was ich schon wieder im Kopf habe, das würde schon wieder Doppeltank bedeuten. Das würde schon wieder Doppeltank bedeuten. Dass wir quasi eine Gas aufheizen, um den Coolant-Tank weiter runter zu bekommen und Kühlgas weiter runter zu bekommen und das, ne, so in der Richtung, versteht ihr, wie ich meine? Müsste dann eine Klimaanlage auch noch zwischen. Ja. Klimaanlage müsste da eigentlich auch noch zwischen. Oder wenigstens eine Chamber. Ja, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. So, ein Heiztank und ein Gas für Kühlpumpertank. Also ja, wenn du es richtig machst, fährst du mit zwei Tanks. Ein Tank zum Heizen. Ich will nicht mit dem Abgas heizen von dem Gas Fuel, das will ich nicht. Das ist mir dann zu heiß. Ich möchte, dass der Gasführer ein bisschen läuft. Dass wir ein bisschen profitieren von der Art und Weise. Guck mal, jetzt haben wir wieder 23 Grad. Dass wir da auf jeden Fall profitieren, dass wir zu viel Kälteleistung haben. So, und das mache ich, wie gesagt, mit der gesamten Basis. Die heizt quasi gegen an. Aber so in der Richtung. So, jetzt gucken wir erstmal nach unserer. Ne, ich will also auf jeden Fall unsere Winterspawnies aufbauen. Wir kommen von 100 ins Tausendstel. Aber im Endeffekt ist es ja so, Leute. Wir können. Ja, und das sage ich so, wie das ist. Wir können definitiv nicht unsere Anlage in Betrieb nehmen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt der Fall ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir die Energie nicht haben. Und meine Idee ist jetzt, aus dieser Anlage hier Energie zu schöpfen. Aber das ist natürlich nichts Langfristiges. Weil diese Art Kühlleistung, die wird uns ja nicht ewig zur Verfügung stehen. Oder doch? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall müssen wir, um unsere Anlage in Gang zu bringen, damit wir nicht wieder dastehen wie keine Sonne, wenn wir alles einschalten. Oh, wie schön, dann freuen wir uns kurz. Dann gucken wir auf den Batteriestand. Das will ich verhindern. Dann will ich jetzt erst die Kühlleistung hier in Gang bringen, damit wir eventuell
Ja, also hier noch mehr Winterspawnies, aber ich will auch nicht, dass meine Basis einfriert. Also muss ich eine Heizgeschichte machen. Und diese Heizgeschichte, die ist ja eigentlich auch schon relativ fertig. Weil wir haben ja alles schon gebaut. Wir müssen es bloß in die richtigen, wir müssen die Bausteine, die wir haben, an die richtige Stelle bringen. So, das ist das Ding. Die Bausteine, die wir haben, die müssen wir an der richtigen Stelle bringen. Das ist das Ziel. Ja. So, guck mal, jetzt haben wir hier schön nochmal Winterspawns rausgeholt. Jetzt haben wir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77 Winterspawns. Ah, damit können wir erstmal. So. Dazu müssen wir ihm aber definitiv mindestens noch einen dazustellen, der den Raum dann auf 26 Grad hält. Versteht ihr, wie ich meine? Oder meinetwegen auf, ne, 27. Ja. Ne, dann lassen wir das eben 1 Grad kühlen. Aber ihr seht ja, das gut, ich weiß nicht, wie viel Leistung der eine hier hat. Ja, aber ich würde auf jeden Fall einen dazustellen wollen, damit wir nicht so hoch dastehen. Jetzt stellen wir hin, schalten wir an, dann war's it. Ja, aber sicher ist sicher, Freunde. Das ist das Ziel. Genau. Lass uns mal hier noch eine Atmospherics hinstellen, eine zweite. Das lass uns jetzt mal schnell machen. Damit wir, was dahingehend, erstmal abgesichert sind, weil, wie wir gesehen haben, eine reicht für die ganze linke Bank, also werden zwei für beide Bänke reichen. Definitiv. So, wenn die Raumtemperatur absackt, dann wissen wir ganz genau, alles richtig gemacht. So, ja, der Strom kann eigentlich von unten kommen. Eigentlich kann es auch so sein. Eigentlich kann es doch so sein. Hitpipe. Screwdriver und Cable Coil. Hat er die wirklich gerade weggeschmissen? Rückt. So. Power low. Power low. So. Blau und schwarz.
So. Man möchte es so gerne zumachen, ne? Aber man darf einfach nicht. Ich will gar nicht wissen. Wie vielen von euch das so richtig hart dolle auf den Sack geht. So. Müssen wir marinieren. In der Hützki. So. Das sind Klimaanlagen, ne? Wenn wir die nicht synchron stellen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir die nicht synchron stellen, dann haben wir ein Problem. Weil die eine, die versucht in 28 Grad, die andere versucht 26 Grad, einen heizt die andere gegen die andere und kühlt. Ja. Sonst man scheiße. Ein unnützer Energieverbrauch. Gut. Freunde, dann lass uns mal ein bisschen Schrott wegbringen. Didedim-dim. Didedim-dim. So, jetzt nehmen wir unsere Winterspawnies, die warmen, pflanzen die andere Seite an. Aber das können wir eigentlich nicht machen, gut, wir können die Seite anpflanzen, wenn es uns zu kalt wird, wieder abernten, ne? Das können wir auf jeden Fall machen. So würde ich das jetzt auf jeden Fall sehen. Wenn es zu kalt wird, ernten wir ab.
Wir haben die ganze Seite da. Die ganze Seite haben wir reingeknallt. Die ganze fucking Seite, Alter. Ist das geil, ja. Ja, Leute. Also auf jeden Fall, da begeben wir uns auf richtig hartes Eis. Aber willst du machen? Das Problem ignorieren können wir nicht. Können wir einfach nicht. So. Und jetzt haben wir das Problem heizen. Ich nehme schon mal an. Machen das. Ein Kit Tank insulated. Noch ein Kit Tank insulated. So, das nehmen wir gleich mit rüber. Nehmen wir gleich mit rüber. Und dann haben wir das. Drüben. Dann wird da eine Phase Change Applikation aufgebaut. Hier im Energy House. So sieht das aus. So. Weg damit. So. Der eine ist der Kühlpuffertank für ihn. Und den Kühlpuffertank. Es kommt jetzt drauf an, wie viel Leistung ein so ein Phase Changer hat. Darauf kommt es an. Ja, wie viel Leistung zum Gegenheizen der eine Phase Changer hat. Wir wissen, eine Klimaanlage würde das schaffen. Eine Klimaanlage schafft es mit 350 Watt. Schafft es auch ein Phase Changer? Das ist die Frage. Aber wenn wir das nicht testen. Na dann, welcher? Hallo? Also irgendwo muss ich hier auch ein bisschen zu Bulber sein. Wenn ich das für euch teste, dann muss das lang. So, wir wollen ja gar nicht viel. Wir wollen ja nur den Temperaturunterschied vergrößern mit diesen beiden Tanks. So. Lass uns mal kurz Gehirn anschalten. So, die können erstmal hier bleiben. Hydration critical. Hydration critical. Können wir ja gleich lösen. Achso. Achso, die Folge ist auch zu Ende. Vom abgesehen. Also, Leute. Wir machen das schon. Leute, wir machen das. Ja? Vergeht jetzt noch ein paar Folgen, aber wir machen das schon. Also, tschüssi, Freunde!